Das ist ja mal überraschend jetzt. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCared. Heute zeige ich euch den Pitaka Mac Mount Qi und zwar die Desktop-Version. Ich habe euch genau dieses Ding hier fürs Auto schon gezeigt, wie man es mit Saugnapf befestigt und wie das Ganze funktioniert. Im Prinzip könnte ich sagen, ja, schaut euch das Video an, Freunde, denn was anderes ist das hier eigentlich auch nicht, außer dass es hier auf dem Schreibtisch steht. So, aber wir schauen natürlich trotzdem nochmal drüber. Also, ich öffne die Box. Mit 10 Watt lädt das Teilchen hier maximal. Wir finden einmal hier ein Thank You. Dann ist hier noch eine kurze Bedienungsanleitung mit drin. Aber ganz ehrlich, die können wir uns hier echt sparen. Und dann haben wir hier unseren Packungsinhalt. Einmal ein Kabel. Und das ist ein USB-C auf USB-A Kabel. Denn hier wird mit USB-C geladen. Dann haben wir hier das eigentliche Ladeteil. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und natürlich noch den dazugehörigen Standfuß. Ja, und mehr ist in der Packung nicht mehr drin. Tja, und für alle, die nicht auf das andere Video geklickt haben, zeige ich nochmal, was das hier jetzt so besonders macht. Euer Smartphone haftet hier dran einmal magnetisch, denn hier oben und hier unten sind Magnete drin. In der Mitte ist das Wireless Charging Coil, Qi-kompatibel, das heißt, ihr könnt theoretisch alle Smartphones aufladen, die mit Qi kompatibel sind. Und hier in der Mitte das Material, das ist Aramid. Und eigentlich ist das Ladegerät nur kompatibel mit dem Pitaka Mac Case. Also die haben extra Case aus Aramid, habe ich euch auch bereits gezeigt. Das werde ich euch auch hier irgendwo verlinken oder in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen. Sind coole, ganz, ganz schmale, sehr robuste Cases. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe meins verlegt. Ich finde es nicht mehr, aber ich zeige euch jetzt trotzdem, wie das hier funktioniert. Also das Besondere, Qi, Magnet, Magnet und wir haben eine aktive Kühlung hier an der Seite, kann man hier sehen, da ist der Luftein- und Auslass an beiden Seiten, so dass hier optimal auch noch gekühlt wird beim Laden, denn wir wissen ja, bei Qi Wireless Charging entsteht Wärme durch diese Übertragung, durch die Magnetspulen und die Magnetfelder, deswegen wird das hier nochmal aktiv gekühlt, dann haben wir hier hinten einfach den Aufsatz, da kommt das Kugelgelenk vom Standfuß rein, so, ich mach's mal einfach hier drauf, einfach nur draufstecken. Macht es einmal klack und ja, clevererweise erst nochmal hier die Halterung, die Schraubhalterung und dann einfach hier nochmal festschrauben und schon ist das Ganze fast fertig montiert. Dann kann man es so hinstellen, kann natürlich hier den Winkel noch entsprechend anpassen, so wie man den hier gerne stehen hätte. Ich schaue mal, dass es ein bisschen gerade ist. So sieht gut aus. Einmal festschrauben. So, und dann kommt das Kabel noch dran. Ich mache jetzt mal, weil ich hier ein bisschen Platzprobleme habe, einfach hier mit dem USB-C-Kabel, was ich hier liegen habe. Das führen wir einmal hier unten durch. Und dann geht es dann nochmal hier unten ins Ladegerät rein. Und fertig ist die Geschichte. Schon können wir anfangen zu laden. Und das würde jetzt folgendermaßen funktionieren. Ihr nehmt einfach euer Smartphone, wo ihr dann das Ladecase von Pitaka drum habt, also dieses Aramid-Case. Und dann ja, lädt euer Smartphone ganz einfach auf. Und das mit aktiver Kühlung im Hintergrund und mit maximal 10 Watt. Das bedeutet für uns, die iPhones werden mit maximal 7,5 Watt aufgeladen. Wenn ihr aber so ein Samsung Galaxy habt oder ein anderes Smartphone, das mehr aufnehmen kann an Leistung, dann geht hier auch bis maximal 10 Watt. Ich zeige euch nochmal, dass das Ganze hier magnetisch ist. Ich nehme einfach mal eine andere Hülle, wo auch eine Metallplatte drin ist. Aber da ist ja die Metallplatte in der Mitte, deswegen funktioniert das Wireless Charging nicht. Aber ich will euch trotzdem kurz zeigen, dass das hier magnetisch hält. Und, oh ne, er lädt sogar. Wahnsinn, durch die Magnetplatte durch. Das ist ja mal überraschend jetzt. Ich dachte, das funktioniert echt nur mit dem anderen Case, aber es geht sogar hiermit. Schaut euch das an mit meinem Ledercase. Das ist ja ein Hammer. Also, pupp, drauf und ja, ich muss wohl ein bisschen auf die Positionierung achten und schon ist das Ding am Laden. Ich bin ja hellauf begeistert. Ich dachte, das funktioniert gar nicht. Also, ihr seht, wie das Ganze hier abläuft. Schön. Ach, unten drunter übrigens, da haben wir noch, hier kann ich euch zeigen, da ist noch so ein Silikonstandfuß drunter. Dann hat das Ding hier, also so richtig klebrig ist das Ding. Und dann könnt ihr das hinstellen, dann hat das einen super stabilen Stand. Aber ich finde, das steht auch so schon stabil genug. Muss ich nicht noch irgendwo hinkleben. Tja Leute, so funktioniert das Pitaka oder der Pitaka Mac Mount Qi Desktop Wireless Charger. So, komplizierter Name. Ich finde es nett. Es sieht auf jeden Fall stylisch aus irgendwie. Ich mag die Optik hier, die Pitaka hier verbaut. Ist einfach mal was anderes als diese anderen Charger, wo man das iPhone dann einfach nur drauflegt oder das Smartphone. Und so kann man es eben in eine schöne Position bringen.
wo man dann immer noch sieht, direkt auf den Screen und hat es dann so dort stehen und vom eigentlichen Charger sieht man nicht viel. Schöne Sache, kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Pitaka ist jetzt nicht gerade eine günstige oder sagen wir eine Billigmarke. 50 Euro kostet das Teil, wenn ihr das Original Case noch haben wollt. Kommen nochmal 50 Euro dabei und mit einem Huni habt ihr dann das Komplettpaket. Aber ihr seht schon, wenn ihr hier auch ein anderes Case habt, das hier Magnet oder hier eine Metallplatte drin hat, dass das magnetisch haftet, auch das kann funktionieren, wie man hier sieht. Denn es lädt. Also ich bin ja hier total überrascht. Hellauf begeistert und deswegen verlinke ich euch das Teil natürlich noch hier unten in der Videobeschreibung. Ist ein Amazon-Link, könnt ihr euch dann mal anschauen, wenn ihr mögt. Und ja, mehr gibt es von mir hier schon nicht mehr zu sagen. Das war das, der MacMount G Desktop Wireless Charger von Pitaka. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tja, schon krass. Es lädt. Super.